man sagt den Eltern, man möchte Künstler werden. Und die meisten Eltern, wenn sie einem normalen Beruf nachgehen, finden das als erschreckend. Mein Vater war also lange Zeit sehr dagegen und hat mir gesagt, keine Diskussion, das kommt nicht in Frage. Aber irgendwann hat er kapiert, dass das also keine Laune der Minute war, sondern dass das etwas war, was ich mir lang gewünscht habe schon. Und hat dann gesagt, also gut, wenn du einen Beruf zuerst erlernst, einen Beruf, und dann schauen wir weiter, in der Hoffnung, dass ich dann darauf vergesse, was dem nicht so war. Ja, und das hat in diesem Haus stattgefunden, was meine Eltern ja in den 70er Jahren gebaut haben in Österreich. Also typisches 70er-Jahr-Haus. Aus dieser bürgerlichen Welt kommend, mit den Mitteln, die sie hatten. In gewisser Weise eine kleine Welt, aber doch eine enge Welt, das ich immer wieder gespürt habe auch. Ich habe meinen Vater dann immer versucht, in meine Welt hineinzuholen. Also ich habe ihm gesagt, komm, geh mit mir in Ausstellungen und schau dir das an. Er hat das immer abgelehnt. Also diese zwei Welten haben nicht zueinander gepasst und da konnte ich auch nicht wirklich eine Verbindung konstruieren. Die Verbindung hat eher funktioniert dann durch den Erfolg am Anfang. Es gab dann relativ schnell ein bisschen Erfolg, nachdem ich das Studium abgeschlossen hatte. Und dann war sofort auch Akzeptanz da und damit war das Eis eigentlich gebrochen und wir haben dann ein sehr gutes Verhältnis bekommen wieder. Okay, very nice. What about your face? Can't stop addicted to the shindig. Chopped off, he says, I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunk the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be a best friend. Ausstellungen machen heißt ja, dass man die Arbeit zur Diskussion stellt, dass man sie den Leuten zeigt. Und das ist mal wunderbar, weil dann sehen andere Leute die Arbeit. Und damit hat man sie ja abgegeben. Also eine Arbeit, ohne dass sie gesehen wird, ist ja keine Arbeit in dem Sinn, sondern die kann nicht diskutiert werden und die kann sich auch nicht entfalten. Und die existiert schlicht und einfach nicht. Jetzt hätten wir eigentlich noch die Möglichkeit. Wenn tun wir dann noch ein bisschen drüber malen. Passt schon. Es geht primär darum, ob ich mit der Arbeit zufrieden bin. Es geht nicht darum, wie ich wo gesehen werde, sondern ob ich finde, dass die Arbeit jetzt gut ist oder nicht. Und dann bin ich zufrieden für einen Tag. Und dann geht es eh schon wieder los, dann kommt schon wieder die nächste Arbeit. Man nimmt einen Pulli sozusagen, man hat den Pulli an.